Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falskar in Skyrim oder andersrum, Skyrim in Falskar. Und wir streifen gerade hier durch die Lande mit unserem kleinen Topf. Oder mit der Schale meinetwegen. Und kriegen nur Scheiße. Goldbarren brauche ich nicht. Ups, jetzt habe ich den Scheiß mitgenommen. Egal, kann man immer noch gebrauchen. Wir gehen zum Fürstentum Falskar nach oben. Und wir müssen unsere Level-Up mal abschließen, ne? Wir haben ja das letzte Mal ein Level-Up bekommen, das wir dann heute einsetzen wollten. You again? Nein, ich noch nicht. Mal sehen. Ja, Gesundheit eigentlich, ne? Wie immer. den Punkt behalten wir, es sei denn, wir können da was in Einhand stecken. Wir haben noch 25 Punkte, das ist nicht mehr viel, wirklich viel, ne? Einhändigkeit. Geht noch nicht. Wir haben erst 25? Echt? You may be able to break into my fort, but you'll never get the key. I'll crush your skull and feed your body. Was heißt endlich du schon wieder? Wir haben uns doch nie gesehen, Alter. Kenn dich auf jeden Fall nicht. Wo ist meine Unsichtbarkeit? Illusion, ne? Unsichtbarkeit. Wolves! Und weg bin ich. Haha, au. Hey! Was soll der Scheiß? Ich hab gesagt, ich bin weg. Kolgrim. Okay, jetzt verliert er mich langsam. Er weiß nicht mehr, wo ich bin. Und die Äuglein schließen sich. Okay. Noch hat er mich nicht gesehen. Ja, auch wenn er auf mich guckt. Elender Bastard! Ich einfach nichts gegen mich ausrichten kann. Da kannst du meinetwegen der stärkste Typ hier sein. Das ist mir eigentlich Wumpe. Hey, kaputt. Dankeschön. Werd ich kaputt. Und ich verbessere meine Einhändigkeit. Ja, scheiße, Mann. Wo ist er hin? Das war seltsam. Ich kann nicht mehr. Meine Augen. Ich kann nicht mehr reden, sorry, aber ich kann nicht mehr. Was zum Teufel? Okay. Wir gehen also zurück. Ich verstehe nicht. Hardly the time to talk. Oh, was jetzt? Wie soll ich denn? You think? Hä? Okay, wir müssen den Weg hier finden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zur Leiche müssen. Kann das sein, dass wir zur Leiche müssen? Wenn wir zur Leiche müssen, ist das ein bisschen blöd. Das ist so ein bisschen blöd.
Weil es gibt hier kein Beacon, okay. Er ist schon mal richtig schlecht. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Wo ist das? Gleichgewicht Herzenschein. Ich krieg das Ding nicht aus meinem Kopf. War das Illusion? War das denn Veränderung? Telekinese, Leben entdecken, Kerzenschein, Gleichgewicht. Hä? Muss doch Illusion gewesen sein, oder? Hellsehen da. Aha. Okay. Okay. Wir sollen, denke ich mal, da durch, ne? Okay, versuchen wir es einfach mal. Ich hoffe, ich habe das Spiel jetzt nicht verbuggt. Dann müssen wir cheaten. Ich hoffe, ich muss nicht zur Leiche. Wenn ich zur Leiche muss, ist ein kleines Problem. Mein Scher, kommen wir definitiv nicht mehr an. So viel kann ich euch sagen. Okay. Das Problem ist, hinten ist doch zu, ne? Ich glaube, wir müssen zur Leiche. Oder er, was noch schlimmer wäre, er hat überlebt. Das kann natürlich problematisch werden. Wir werden Folgendes tun, wir gehen nochmal raus, wo er weggeflogen ist. Und ja, er ist irgendwo durch die Decke gefallen, ne? Wir fliegen mal raus. Wir müssen gucken, ob er die Quest ist. Oder was ist unsere Quest derzeit? Durchsuch, ja. Wir müssen. Wir müssen seine Leiche durchsuchen, würde ich gleich behaupten. Okay, und dafür müssen wir fliegen. Oder das Spiel stürzt einfach ab. Nein, okay. Okay, wir müssen. Er sagt uns zwar, wir müssen da runter, aber das müssen wir gar nicht. So. Skyrim. Konsolen. Befehl legen. Wahrscheinlich ist das nur so ganz billig. Fly oder so ein Kram, weißt du? Und ich google dafür extra. Aber Google ist halt die Antwort auf alles. So. Bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt sofort finde hier. Alles mal so versteckt, ne? So, und Verwundbarkeit, Kollisionsabfrage wird abgeschaltet. Gut, falls man sich versteckt. TCL? Was TCL? TCL. Ja, sauber. TCL. Kollision off. Hallo? Will ich hier wieder raus? Ach, geht doch. Scheiße, Mann, wo ist deine Leiche? Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Okay, folgendes. Wir gehen nochmal kurz zurück. Und wir werden hier nochmal durchgehen. Und dann werden wir einfach
den Punkt verfolgen. Er zeigt uns jetzt ja, wo wir hin müssen. Und genau das verfolgen wir jetzt. Wenn wir das jetzt nicht abschließen können, ne? Dann muss ich halt das Spiel laden. Aber ich finde es gerade zu komisch. Und muss einfach mal nachgucken. Wir folgen einfach direkt diesem Punkt. Und da geht's in die Wand, okay. Kein direkter Weg sichtbar. Ich glaube, hier sind Leute. Wir wissen hier, wohin, ne? Da. Dann fliegen wir gleich zurück. Fertig ist. Wo liegt denn der Gute? Ach, da bist du ja. Habe ich dich gefunden, okay. dann lass uns nochmal zurückfliegen. Kehr zu Agna zurück, okay. Dann tun wir dies doch mal. Ja, wer ahnt denn, dass er da rüberfliegt? Jetzt mal ganz im Ernst. So, ich beschäftige mich mit den Leuten gerade mal nicht. Wir fliegen hier noch durch die Gegend. Diesen Befehl merke ich mir mal, der könnte eigentlich einiges Lustiges erbringen, ne? Zum Beispiel hätten wir so nicht googeln müssen, wo sich der Zauberer befindet. Because we got the door open. Willst du mich verarschen? Ihr habt den Schlüssel. Ach. Wozu brauchen wir überhaupt den Schlüssel dann, hä? Nee, egal. Let's show these bastards what we are made of. One day I'm gonna be the best warrior in all of Falskar. Ja, dann los, zeig's. So, wir hätten die natürlich jetzt schon fertig machen können, aber haben wir nicht. Na komm. Mach mal ein kleines Päuschen da unten, ne? So. Er ist tot. Ich dachte schon, ich hätte die Welt kaputt gemacht. Los, kipp doch einfach rum. Dankeschön. Was für eine riesen Stange hat denn der? Krass. Naja, kannst du liegen bleiben, mein Freund, ne? So, das war der erste Streich. Okay. Oh, der ist halt weggeflogen. Was zum. Hört auf, mich von hinten zu schlagen! Okay, solange die da auf ihn rumtrampeln, ziehen wir uns mal einen Heiltrank rein. Könnt ihr mal aufhören, Pfeile nach dir zu schießen? Bist du eigentlich blöd? Ist das dein Ernst? Ja, dann schieß doch, komm. Mir doch scheißegal, mach deine Leute kaputt. Arschloch, ey. Das wollte ich eigentlich zuerst machen. Ach, ich hab den mitgeheilt. Interessant. Coole Nummer. Es kann sich nur um Ewigkeiten handeln, denn. Huch. War da gerade ein Schatten? Hallo? Alter, erschreckt mich doch nicht so kleiner. Ich dachte schon, ich hätte hier Geister. Alter. Meine Fresse. Ich glaube, ich heile euch alle mal ein bisschen. Ja, heil bloß nicht den, der gerade umgekippt ist. Wozu auch? Ich weiß gar nicht, wer der Böse hier ist. Ich glaube, die blutende Person hier, oder? Es sind zwei blutende Personen hier.
Ha! Das war die richtige Person. Hey, nicht weglaufen! Ich hab alle Pfeile in dich investiert. Dankeschön. So, dann wollen wir dich auch gleich mal looten. Ah, okay. Seid ihr fertig da hinten oder was? Wir prügeln zu fünft auf jemanden ein. Nee, zu viert. Es sind insgesamt fünf Personen. Das läuft aber weg. Ha! Den letzten Schuss hab ich abgegeben. Und Dietrich, perfekt. Ja, das war wirklich nötig. Ich will meine Pfeile wieder haben, ich bitte dich. So, dann wollen wir mal raus, ne? Können Sie die Leiche des Anführers selbst nochmal sehen? Das Spiel ist eingefroren. Glaube ich. Ich habe kein Ladescreen. Wir warten kurz. Bim, bim, bim. Okay, wir warten jetzt eine Weile. Weil gespeichert ist er eigentlich quasi nicht. Ah, perfekt, gut. Der ist bestimmt. Eben war der gerade noch gar nicht da, ne? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Wie viele? Ich kann nichts sehen. Mein eigenes Blut. Ich sehe nichts. Ich heile mich mal ein bisschen. What the fuck? Okay. Ich verstehe. Deswegen hat er so lange geladen, weil da 1 Million Menschen sind. Fuck. Die sehen mich. Hallo, du da oben. Nein! Ich dachte, ich bin da safe. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Kampf? Okay, wir werden uns versuchen wegzuschleichen oder wegzulaufen. First laufen wir weg. Und dann kommen wir wieder. Ich habe nur keine Ausdauer. Wieso habe ich keine Ausdauer, ey? Und so lange befeuern wir den da hinten. Weil der ist der Einzige, der uns gerade noch sieht. Das kann lange dauern. Aber wenn der tot ist, sind wir quasi unsichtbar. Huch. Das war nicht geplant. Na gut, wenigstens bleibt er liegen. Immerhin etwas. Ich treffe ihn nicht mehr. Willst du mich verarschen, Bro? Ah, jetzt kann er plötzlich laufen. Er hat das Laufen gelernt. Ich hab ihm Laufen beigebracht, ich bin so schnell erwachsen. Okay, perfekt, jetzt sind wir... Ich weiß nicht, wer Freund oder Feind ist. Du bist offensichtlich Feind. Okay, da erkenne ich wohl nichts mehr. Bist du Feind? Ich glaube schon, ne? Das Problem ist nur, du kommst hier nicht her. Au. Okay, vielleicht kommst du doch her. Kein Problem, der fällt gleich um. Sag ich doch. Ich glaube, unser Bogen hat keine Aufladung mehr. Dann laden wir doch mal kurz den Bogen auf. Gott. Okay. Ich hab keine Ahnung, was geht denn da vor sich? Okay, der Liegende ist auf jeden Fall ein Pro. Auf jeden Fall ein Freund. Wer schießt denn? Ach, der da hinten oder was? Ich glaube, da kommt jemand zu mir, oder? Nein. Sauber. Das war der Falsche. Was für ein Krieg, Alter. Ist das denn ernst oder was? 50.000 Bogenschützen. 50.000 Krieger. Krass.
Eigentlich müsste ich dafür doch eigentlich mal ein paar Leute beschwören, oder? Wie wär's mit zuerst Drachenform? Oh. Dann ziehen wir uns einen Heiltrank rein. Dann holen wir noch Dremora-Fürsten beschwören. Zack. Und dann holen wir auf jeden Fall unseren Bogen raus. Wie viele laufen denn hier noch rum? Ach, das ist die Braut, das ist die Frau mit dem kleinen Kind. Ich glaube, das Kind hat gerade einen Pfeil abgefangen. Guckt euch mal die verdammte Map an, Alter. Was zum Teufel? Das ist doch nicht normal, ich sehe nur noch rote Punkte. Und das leckt hier übelst. Wir müssen sie ganz langsam dezimieren. Alter Schwede. Das ist wohl der größte Kampf in Skyrim. Ich meine, klar, es gibt ja noch diesen Kampf um Weißlauf, aber der war um Längen nicht so groß. Mit so vielen Leuten. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe einfach eine verdammte Idee. So, haltet die Fresse. Was? Nein. Okay, Freunde. Okay. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann ist der Spaß vorbei. Dann bringe ich sie alle um. Haut rein, euer Zero. Tschüss.